Hi Leute, was geht? Dennis hier und ich zeige dir im heutigen Video, wie du Partikel in DaVinci Resolve erstellst und richtig positionierst. Bleib am besten bis zum Schluss dran, ich habe zwei kleine Quick-Tipps noch für dich, die auf jeden Fall richtig hilfreich sind. So, ich habe hier schon einen Clip in die Timeline gezogen. Liebe Grüße gehen raus an den guten Luca. In der Beschreibung unten habe ich einen Link eingefügt, da könnt ihr einfach diesen Clip runterladen und einfach mit mir editieren. Zuerst müssen wir in unsere Fusion-Page und dann uns eine Kamera-Tracker-Node reinholen. Genau diese hier. Danach gehen wir im Inspektor und drücken Auto-Track. Nachdem unsere Szene getrackt worden ist, gehen wir auf Solve und drücken auf den Button Solve. Jetzt wurden in unserer Szene Kamera-Tracking-Punkte analysiert, die die Farben grün, orange oder rot haben. Rote Punkte sind schlechte Tracking-Punkte, grüne wiederum sind gute Tracking-Punkte. Ob unsere gesamte Szene jetzt gut getrackt worden ist, sehen wir hier auf der rechten Seite. Da haben wir den Average Solve Error. Der steht bei mir auf 0,6616 Pixel. Grundsätzlich sage ich, alles unter 1 Pixel ist auf jeden Fall super. Alles, was da drüber liegt, ist nicht so gut getrackt. Man kann damit versuchen zu arbeiten, aber wenn das Ganze nicht geht, muss man versuchen, einfach die Szene nochmal neu aufzunehmen. Jetzt versuche ich, meinen Wert noch sogar ein bisschen weiter runter zu bekommen, indem ich die schlechten Tracking-Punkte hier entferne, indem ich einfach drauf drücke und entfernen drücke oder hier auf den Delete-Button. Um das alles jetzt nicht händisch machen zu müssen, haben wir hier ein Track-Filtering-System, indem wir hier die schlechten Tracking-Punkte filtern können. Dazu bewegen wir einfach einen Slider und dann sehen wir auch schon, welche Punkte hier maskiert worden sind. Ich ziehe das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf 1,98. Seid ein bisschen vorsichtig. Ihr habt hier unten eure Maximumanzahl an Tracking-Punkte. Wenn das zu wenig werden, kann es Probleme geben beim Tracken. Ich lösche jetzt erstmal die Tracking-Punkte und nicht vergessen, nachdem wir unsere Tracking-Punkte gelöscht haben, immer wieder auf Solve klicken. Jetzt bin ich bei 0,5. Jetzt könnten wir auch noch weiter runtergehen, aber für Partikel in meinem Fall ist das eigentlich ein ziemlich guter Wert, womit ich jetzt auch arbeite. Jetzt gehen wir auf Export, 3D Scene Transform und was wir jetzt tun, wir geben jetzt erstmal unseren Origin und unsere Orientation frei, indem wir hier einmal auf den Button drücken. So, wir wollen jetzt erstmal unseren Boden in der 3D Szene definieren. Dafür müssen wir Punkte hier auf dem Boden selektieren. Das können wir mit gedrückter Steuerungstaste machen. Die halte ich jetzt hier die ganze Zeit gedrückt, markiere mir hier ein Punkte, gehe in der Szene ein bisschen weiter, markiere mir wieder hier ein paar Punkte auf dem Boden, gehe nochmal ein Stück näher und markiere mir hier die letzten Punkte. Das getan, drücken wir hier einmal auf Set Form Selection, so wie bei Orientation Set Form Selection. Danach bestätigen wir das Ganze einmal und drücken im Nachhinein auf Export. Haben wir das getan, sind hier 5 weitere Nodes unten im Node Tree erschienen. Die ziehe ich mir jetzt einmal ein klein wenig hoch. Um diese 5 Nodes jetzt hier einmal kurz zu erklären, drücken wir bei der Merge Node 1 und 2, um das Ganze hier mal nach links und rechts zu sortieren. Standardmäßig sind die beiden Ansichten hier auf Perspective geschaltet. Ich empfehle immer wieder, die rechte Seite auf Kamera 3D zu schalten, damit wir aus der Sicht der Kamera hier gucken und links haben wir unsere 3D-Szene im Perspective. So, was wir jetzt einmal sehen, wir haben ein Ground Plane, das ist nämlich der lilane Boden hier unten, den brauchen wir in unserem Fall jetzt erstmal nicht, deswegen lösche ich den. Hier haben wir eine Point Cloud Node. Das sind diese ganzen Kreuze, die wir hier sehen. Die sind auch ein bisschen groß und damit die jetzt hier in der Ansicht nicht stören, drücken wir auf Point Cloud, gehen hier im Inspektor auf Point und verringern die Size ein wenig, so wie es uns gefällt. Das hat keinerlei Auswirkungen auf später, das ist nur rein optisch, damit wir hier arbeiten können und uns gut orientieren können. Und dann haben wir hier noch eine Kamera Node mit unserem Kamerapfad. Wenn ich einmal den Clip bewege, sehen wir, wie die Kamera da auf diesem Pfad entlang slidet. Wenn ihr genau guckt, sehen wir auch hier eine lilane Verbindung von Media In 1 zum Kameratracker. Wenn wir den entfernen, haben wir auch im Hintergrund kein Bild, aber unser Kamerapfad und unsere Kamera ist noch da. Das ist für später wichtig, also einmal im Hinterkopf behalten. Ich lasse das Ganze jetzt hier noch verbunden, damit wir genau wissen, wo was jetzt hier ist. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unser Auto denn sich befindet. So, ich weiß jetzt, dass hier auf jeden Fall unser Auto ist. Wenn wir nicht sicher sind, können wir einmal mit dem rechten Kamerafenster nah ans Auto rangehen, je nachdem, was wir für eine Aufnahme haben. Und wenn wir genau darauf achten, können wir jetzt hier die Punkte selektieren und im rechten Fenster sehen wir die dann gelb umspringen. Wenn wir jetzt ein bisschen hin und her swipen, sehen wir, okay, wir haben genau unser Auto ausgewählt. Also weiß ich, das hier sind die Punkte
wo unser Auto sich gerade befindet. Wenn man auch ein bisschen drauf achtet, kann man auch ein bisschen die Struktur des Autos erkennen. Ich selber schalte das Ganze jetzt hier mit Rechtsklick einmal auf die Top-Ansicht. So haben wir so eine kleine Vogelperspektive, könnte man sagen. Und hier geht jetzt unser Kamerafahrt entlang. Und wenn wir genau drauf achten, sehen wir auch hier die Umrisse nochmal des Autos. Das ist nämlich ganz wichtig zu wissen, wenn wir unsere Partikel einfügen. Und dazu kommen wir jetzt. Zuallererst gehe ich in meinem Node Tree ein klein wenig höher und füge ein P-Emitter und ein P-Render hinzu. Die packe ich einfach mal übereinander und verbinde auch. Ich wähle jetzt P-Render aus, drücke die Taste 2, dass wir das Ganze hier rechts haben, und im P-Emitter stelle ich unsere Partikel erstmal ein. Zuallererst gehe ich auf Region und wähle Cube aus. Das ist schon mal ganz wichtig, weil wir wollen, dass die Partikel nur in einem Würfel hier erscheinen. Jetzt können wir die Größe nochmal hier in der Region ändern und so sehen wir, okay, alle Partikel erscheinen jetzt hier in so einem Würfel. Ich möchte jetzt hier keine Punkte haben, deswegen gehe ich auf Style und wähle bei Style erstmal Blob aus. Jetzt gehe ich auf Size und ändere die Size ungefähr auf 0,003. Wenn ich jetzt mal reinzoome, gucke ich hier die Partikel an, ob die mir so optisch ein bisschen gefallen. Ansonsten könnten wir unter Color noch die Farbe der Partikel einstellen, das lasse ich jetzt aber und springe gleich weiter zu den Controls. Wenn ich das Ganze jetzt immer abspiele, sehen wir, dass die Partikel immer wieder so auftauchen und dann auch wieder verschwinden. Das hat nämlich folgenden Grund. Und zwar haben wir im P-Emitter einmal das Number-Feld und das Live-Spanne-Feld. Number sagt, jeder Frame soll immer 10 Partikel erscheinen und Lifespan sagt einfach nur, das ist die Lebenszeit der Partikel, hey, bleib 100 Frames am Leben. Wenn ich das Ganze auf 0 schalte, müssten die ganze Zeit keine Frames da sein, deswegen, wir wollen, dass sie so lange bleiben wie möglich, also ziehe ich den Slider komplett nach rechts. Jetzt ist es allerdings so, dass die Partikel nur erscheinen. Das liegt nämlich an die Number. Wir haben nämlich 10 Partikel pro Frame. Das heißt, pro Frame kommen immer 10 weitere Partikel hier in unser Kästchen rein. Um das zu umgehen, arbeiten wir mit Keyframes. Wir springen in unsere Timeline auf Frame 0, das sehen wir auch hier, und drücken die Pfeiltaste links einmal, damit wir auf Frame minus 1 sind. Jetzt ändere ich die Numberzahl erstmal auf 0, setze ein Keyframe, springe mit der Pfeiltaste rechts ein Frame weiter auf Frame 0, setze einen weiteren Keyframe und erhöhe die Zahl auf die Anzahl der Partikel, die ich halt haben möchte. In meinem Fall werden das jetzt erstmal 5. 100. Jetzt drücke ich mit der Maustaste einmal hier in den Node Tree rein, gehe nochmal mit der Pfeiltaste rechts ein Frame weiter, setze wieder ein Partikel, das ist jetzt ganz wichtig, nicht dass euer PC versagt, wenn ihr jetzt in der Timeline weiterspringt, denn wir wollen das Ganze auf 0 wieder schalten, denn somit erscheint nur in diesem Frame 0 500 Partikel. Da wir die Lebensspanne auch auf 1000 hier gesetzt haben, bleiben sie auch die ganze Zeit da und verschwinden nicht. So, jetzt haben wir erstmal die Einstellung der Partikel getroffen und wir wollen jetzt die erstmal in unsere Szene mit reinbringen. Dazu verbinde ich den P-Render mit der Merge 3D Node. Bei der Merge 3D Node die Taste 2. Danach selektiere ich nochmal den P-Emitter, damit wir den hier in unserem Ansichtsfenster sehen. Das linke Fenster ändere ich jetzt erstmal wieder von Top auf Perspective und positioniere meine Kamera erstmal, dass ich hier meine komplette Szene mit dem Kamerafahrt und dem Auto erkennen kann. Das nächste, was ich mache, ich gehe auf P-Emitter, gehe auf die Region und ändere erstmal die Region, wo die Partikel überhaupt erscheinen sollen. Dabei ändere ich die Weite auf 2 Pixel, die Höhe auf 1 Pixel und die Tiefe ändere ich auf 3 Pixel. So, zu veranschaulichen, mache ich die Partikel jetzt erstmal ein bisschen größer, damit wir das ganz gut hier erkennen können. Denn ich möchte nicht, dass die Partikel hinter oder im Auto erscheinen, das können wir hier ganz gut erkennen. Oder auch hier im Boden irgendwie sitzen, das sieht nämlich auch ein bisschen komisch aus. Dafür müssen wir die Region hier nochmal ein bisschen versetzen. Und dazu gehen wir wieder auf unsere Region und bei Translation können wir mit dem Z-Offset das Ganze hier einmal ein klein wenig nach rechts versetzen und mit dem Y-Offset setzen wir das Ganze einmal so weit hoch, dass die Partikel hier leicht über dem Boden anfangen. So, wenn ich das Ganze jetzt einmal abspiele, sieht das Ganze doch schon viel, viel besser aus. Die Partikel mache ich jetzt wieder ein bisschen kleiner. Jetzt haben wir unsere Partikel perfekt erstellt und positioniert. Was wir jetzt noch zusätzlich machen können, wir können ein bisschen Bewegung mit ins Spiel bringen. Ist ein kleiner Bonustipp, wenn eure Tracking-Szene nicht gut getrackt worden ist, dann könnt ihr mit der Bewegung der Partikel das ein wenig retuschieren. Ist auf jeden Fall ganz hilfreich und ist super schnell gemacht. Dazu wählen wir unseren P-Emitter aus
drücken Shift und Leertaste und holen uns eine Turbulenz-Node rein. Wenn wir die Taste 2 bei PO-Render drücken und unsere Partikel uns angucken und einmal Play drücken, sehen wir jetzt, dass die Partikel einfach hin und her schweben. Was wir jetzt machen können, wenn wir die Turbulenz-Node ausgewählt haben, wir können jetzt die X-Achse, Y-Achse und die Z-Achse versetzen. Sprich, wenn ich die Bewegung nur auf der X-Achse haben möchte, das kann ich jetzt mal ein bisschen erhöhen, damit man das gut erkennt. Ansonsten könnten wir die Y-Achse und die Z-Achse auch mit einstellen. Passt bei der Y-Achse ein bisschen auf, dass die Partikel nicht im Boden verschwinden, sonst sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Ich setze das Ganze auf 0,02, weil ich finde, das sieht wirklich verdammt gut aus, wie die so leicht umherschweben. So, jetzt haben wir hier noch eine weitere Node, nämlich den Kameratracker. Wenn wir den nämlich anklicken und die Taste 2 drücken, sehen wir, wie das Ganze hier auch schon fertig gerendert ist. Das ist, wie der Name es auch schon sagt, Kameratracker Renderer. Den müssen wir jetzt hier unten einmal mit verbinden, damit wir das Ganze auch auf Media Out haben. Den alten Kameratracker, den können wir entfernen, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und wenn wir das Ganze auf der Edit Page angucken, sehen wir, dass die Partikel auch schon perfekt da sind. Und für meinen Geschmack sieht das auch schon richtig gut aus. Wenn ich jetzt noch ein paar Partikel mehr haben möchte, können wir jederzeit in den P-Emitter gehen, die auf unseren Frame springen, wo wir die 500 eingestellt haben. Ich stelle jetzt mal in meinem Fall 1000 ein und ändere die Farbe erstmal auf ein schön helles Blau. Noch ein kleiner Quick-Tipp, ich werde dafür die Partikel einmal ein bisschen vergrößern, damit man das ein bisschen veranschaulichen kann. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Ich habe ja zu Anfang gesagt, dass wir hier eine lilane Verbindung zu unserem Clip haben. Ich habe jetzt den Kameratracker mit der Taste 2 in das Vorschaubild hier gebracht und wenn ich die Verbindung hier einmal löse, haben wir nur unsere Partikel ausgewählt. Wir können jetzt unsere Partikel nämlich vom Aussehen noch ein klein wenig aufpeppen. Zum Beispiel mit einer Glow Node oder einer Soft Glow Node. Und wenn ich bei der Soft Glow Node die Taste 2 drücke, sehen wir einmal hier die Partikel. Ich ändere nochmal die Glow Size ein bisschen nach rechts, dass sie so ein bisschen glowy sind. Und wenn wir das Ganze im Endergebnis hier einmal angucken, sehen wir, dass wir richtig glowy Partikel haben. Natürlich sind die jetzt auch deutlich wieder zu groß, von daher einfach wieder die Size umändern. Passt eure Partikel so an, wie ihr sie haben wollt. In meinem Fall sieht das Ganze jetzt hier so aus und ich finde das Ergebnis schon richtig gut geworden. Jetzt zeige ich euch noch einen weiteren Tipp, wenn eure Kamera mal durch so ein Partikel schwebt, dann kann es sein, dass so ein Partikel hier mal so wegploppt. Um das zu umgehen, können wir einfach auf die Turbulenz-Node drauf gehen und einmal Reseed drücken. So werden die Bewegungen nochmal umgeändert. Ansonsten könnt ihr auch auf euren P-Emitter gehen, auf Controls und das gleiche haben wir hier auch nochmal. Macht das am besten so lange, bis ihr ein perfektes Ergebnis habt und ihr auch richtig zufrieden seid. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit dem Video. Ansonsten schreibt mir doch deine Fragen gern unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, liked, abonniert und wir sehen uns demnächst mal. Macht's gut, ciao.